Verfluchte Scheiße. Ich kenne diesen Mann, Johannes. Ich habe ihn schon mal gesehen. Wo hast du ihn gesehen? Das spielt keine Rolle. Wer ist das, Johannes? Das ist Zelus. Zelus? Ja. Er heißt in Wirklichkeit Jorios Vintra, aber sein Pseudonym ist Zelus. Pavlos, hat er euch entdeckt? Ich glaube ja. Zisis hat ihn gerufen, damit er sich umdreht. Dann habe ich das Foto gemacht. Scheiße. Ihr seid so am Arsch, Leute. Warum das? Ihr seid am Arsch. Lasst die Finger von diesem Typen. Wenn ihr ihn seht, macht, dass ihr wegkommt. Er ist Teil einer Geheimorganisation. Glare V. Glare V? Was ist das? Ich weiß nicht viel darüber. Soweit ich weiß, machen sie Geschäfte mit Drogen und Waffen. Zelus ist Teil davon, aber er hat einen riesigen Einfluss in alle möglichen Kreise. Politik, Prominenz, Militär, sogar im Ausland. Mist, aber was heißt dieser Name, Claire V? Das weiß niemand. Ich kann es euch auch nicht sagen. Keine Ahnung. Claire? So wie Blenden? Vielleicht heißt das V sowas wie Victory? Ich hab keine Ahnung, hab ich gesagt. Es bringt auch nichts, wenn ihr euch darüber den Kopf zerbrecht. Ich sag es euch nochmal. Wenn Zelus nur die leiseste Ahnung hat, dass ihr etwas über ihn oder seine Organisation wisst, seid ihr erledigt. Und da ihr so dumm wart und er gesehen hat, dass ihr ihn fotografiert habt, weiß er das. Verdammt, Männer. Hört zu. Ich bin weg. Bleibt bloß weg von mir, habt ihr verstanden? Wir haben uns nie gesehen. Moment, nicht so schnell. Du hast gesagt, du hast Informationen für uns über die AAF. Shit. Ja. Ich stehe zu meinem Wort. Geht morgen Nacht nach Bomos. Die Insel, wo ihr mich gerettet habt. Es gibt dort einen Schrein. Dort werde ich die Informationen hinterlegen. Aber das war's dann. Ich bin weg. Scheiße nochmal. Hey, ich vertraue dir nicht. Sag es uns jetzt. Ich stehe zu meinem Wort, Männer. Jetzt wissen wir, was dieser Kerl hier oben gemacht hat. Könnte gut sein, dass dieser Schrein öfters als Briefkasten genutzt wird. Warum bin ich noch nie auf so etwas gekommen? Meinst du, er ist ein Spion? Woher wusste er von dieser Organisation? Keine Ahnung. Könnte sein. Dieser Zelus hat ihm aber ziemliche Angst eingejagt. Wir müssen vorsichtig sein, Linus. Wenn Johannes recht hat, sind wir wirklich in Gefahr. Ich mache mir Sorgen um Zisis. Er ist in Pyrgus ausgestiegen, um diesen Zelus zu rufen, damit er sich umdreht. Das hört sich nicht gut an. Andererseits, wir sind so oder so in Gefahr. Eine ganze Armee ist hinter uns her. Naja, hast schon recht, mein Freund. Auf, wir gehen zurück zum Versteck.
Mit Johannes Informationen machten wir uns auf, um unser Ziel zu verwirklichen. Wir wollten den Nordwesten Altes. Uns ging es nicht darum, die Armee zu dezimieren. Nein, wir wollten ihnen das nehmen, das sie in dieser Region hielt. Das ist eine andere Geschichte, die noch zu erzählen ist. Was danach kam, erschütterte mich in meinen Grundfesten. Adrianus, hier Pavlos. Bist du da? Hallo Pavlos. Ja, ich höre dich. Schön, deine Stimme zu hören. Gut, dass du wieder dabei bist. Wir haben es geschafft und sind auf dem Rückweg. Was gibt's Neues? Hier gibt es nichts Neues. Wobei, doch, hier hat so ein Typ auf mein Handy angerufen. Er sagt, er hätte ein Problem. Wer war es? Sein Name war Imoris oder sowas. Omiros? Ja, richtig. Scheiße. Was hat er gesagt? Er meinte, dass sich ein paar komische Typen um sein Haus herumtreiben würden. Er klang etwas verängstigt, aber plötzlich war die Verbindung weg. Ich habe dann versucht, zurückzurufen, aber er ging nicht mehr dran. Verdammt, Adrianus! Warum hast du uns nicht kontaktiert? Omiros könnte in großer Gefahr sein. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, Pavlos. Ich wollte euch nicht stören. Woher kennt ihr ihn? Das ist jetzt unwichtig. Wir müssen sofort zu ihm. Sind unterwegs. Versuch ihn nochmal anzurufen und sag Bescheid, ob du ihn erreicht hast. Okay, Pavlos. Ich versuch's jetzt sofort. Tut mir leid, Mann. Kein Problem. Bis später. Scheiße. Ich befürchte, sie haben ihn gefunden. Aber wie, Pavlos? Auf, wir müssen sofort los. Es ist so widersprüchlich. Unsere heutigen Erfolge werden wahrscheinlich zu einem Rückzug der AF aus der nordwestlichen Region führen. Dann
auf der anderen Seite meine größten Ängste, die mich nun wieder eingeholt haben. Verlorene Freunde, die mir wieder und wieder die Frage nach dem Sinn und nach den Konsequenzen stellen. Alkinos, Simeon. Jetzt Omiros. Was haben wir also gewonnen? Boden? Quadratmeter? Innerlich, in uns selbst, können wir nur verlieren. Das Problem ist, wir können nicht zurück. Wie Simeon es gesagt hat, wir sind mittendrin.